So, da bin ich aus meinem neuen Heim zum allerersten Mal. Ich habe ja gestern schon angekündigt, ich bin etwas in Rage. Und ich habe mir dieses Mal sogar Notizen gemacht, was ich sagen will, so ungefähr, weil es doch einige Themen sind, die jetzt so zusammengekommen sind in den letzten Tagen. Ja, ich fange einfach mal beim ersten Punkt an, und zwar hat Fred König mich vor dem Renntag in Karlshorst angerufen und mir gesagt, ob ich denn nicht mal was sagen könnte zum Impfen und wie dieses ganze Impfproblem, diese ganze Thematik momentan im Trabrennsport halt behandelt wird. Er war auf jeden Fall sehr erbost und hatte eben gesagt, dass 120 Pferde momentan in Deutschland gesperrt werden wegen ihrem Impfpass und dass wir uns halt jetzt einfach die wenigen Startpferde selbst wegnehmen, womit er ja auch recht hat. Es sind einige Pferde gesperrt. Ich habe da dann ein bisschen drüber nachgedacht, als ich dann von Viktor gestern angerufen wurde und mir berichtet wurde, dass jetzt Exclusive Fire gesperrt wird. Das hat es fast dann so ein bisschen zum Überlaufen gebracht, weil einfach der Grund, aus dem er gesperrt ist, der ist für mich einfach nicht ersichtlich. Also, das Pferd wurde als Jährling vor 6 Jahren falsch grundimmunisiert für die damalig geltenden Regelungen. Das ist aber niemandem aufgefallen. Nicht ein Jahr, nicht 2 Jahre, nein, 6 Jahre ist es niemandem aufgefallen, dass er als Jährling eigentlich falsch geimpft wurde. Jetzt, zum heutigen Zeitpunkt, wo Exclusive am Sonntag im Probelauf lief, zum heutigen Zeitpunkt ist Exclusive Fire Comme-il-faut geimpft, wie es die Impfvorschrift vorsieht. Aber er wird gesperrt, weil er vor 6 Jahren beim Züchter falsch geimpft wurde. Und wer badet das aus? Die jetzigen Besitzer, die mit dem Pferd um die 40.000 Euro Gewinnsumme verdient haben. Was er ja aber eigentlich gar nicht hätte dürfen, weil er ja falsch geimpft war. Das heißt, er wird jetzt gesperrt, obwohl er richtig geimpft ist und sozusagen jetzt ja auch gar keine Gefahr dasteht, was eine Sperrung für mich jetzt rechtfertigen würde. Und ich verstehe es nicht. Ich kann es einfach nicht verstehen. Und nee, Familie Surda sind Besitzer, die ja auch immer noch dem Sport verbunden sind und sie haben jetzt schon Richery verkauft. Ruckzuck sind die nächsten Besitzer einfach weg, weil die sich sagen: Sag mal, ihr wollt mich doch verarschen. Also im Grunde, wenn der HVT jetzt anfängt zu sagen, weil vor 100 Jahren mal was falsch lief in deinem Impfpass, bist du jetzt gesperrt, weil es uns vorher nicht aufgefallen ist, dann müssten sie ja aber auch eigentlich die ganzen Rennpreise müssten dann zurückgezahlt werden und sie müssten denjenigen, die dann eben dahinter Zweiter waren, ja den Rennpreis dann aufstocken. Also so wie bei Propulsion, als ihm das alles aberkannt wurde. Also ich weiß nicht, ob der HVT weiß, was er da eigentlich gerade lostritt, weil wenn er jetzt anfängt, Pferde zu disqualifizieren und zu sperren, weil sie vor 6 Jahren falsch geimpft wurden, ist ja auch ein Armutszeugnis fürs System. Es ist 6 Jahre nicht aufgefallen, niemandem. Und der war auf der Auktion, der war in den großen Rennen und es ist keinem aufgefallen. Sowas regt einen einfach nur auf, weil man sich fragt, was soll das? Also ja, es gibt eine neue Impfregelung. Ob die jetzt sinnvoll ist oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt. Ich persönlich verstehe zum Beispiel nicht, warum man bei der Influenza-Impfung eine Impfung macht, danach also einen Monat später oder so, kommt ja dann die zweite, das ist ja alles richtig, und danach kommt eine dritte. Aber in jedem Land und auch bei den Reitern darfst du nach der zweiten Impfung schon wieder starten. Und machst die dritte dann natürlich noch, um die Grundimmunisierung abzuschließen, aber du darfst trotzdem nach der zweiten Impfung wieder starten. Genauso ist es ja auch beim Herpes. Bei der Herpesimpfung musst du ja auch 3 Impfungen machen, aber darfst nach der zweiten halt schon starten. Und das verstehe ich nicht. Es kann mir gerne jemand erklären, der vielleicht auch im tierärztlichen Sinne mir das erklären kann. Aber ich verstehe es nicht. Und ich verstehe dann natürlich wiederum noch weniger, warum der HVT, als er damals die Impfbestimmung veröffentlicht hat, stand ja groß drüber, zur Harmonisierung mit den anderen UET-Ländern haben wir jetzt die Impfregelung angepasst. Da frage ich mich jetzt, warum darf denn aber Jochen Holzschuh sein Pferd in Belgien starten, in Frankreich starten und ist in Deutschland gesperrt? Das kann ja dann nicht harmonisiert sein. Man könnte jetzt sogar sein Pferd
dauerhaft in Holland zum Beispiel einführen und als Holländer hier starten. Mit den Impfbestimmungen, wie es ist halt. Also, das ist doch... Sorry, Leute. Aber da fehlen mir einfach die Worte, da verstehe ich auch die Welt nicht mehr. Ich meine, es ist ja nun wirklich nicht so, als hätten wir im deutschen Trabrennsport so eine große Auswahl an Startpferden. Und im Winter sowieso schon nicht, dass dem HVT nicht klar ist, dass die einzigen, die darunter so richtig leiden, sind in erster Linie natürlich erstmal die Besitzer, die jetzt monatelang ihr Pferd bezahlen, ohne einen Cent an Rennpreisen natürlich zu bekommen. Und der Trabrennsport hat ja sowieso nicht die Rennpreise, dass man jetzt sagt, boah, das finanziert sich selbst. Aber es ist schon immer noch so ein bisschen ein Trostpflaster, dass es nicht ganz so teuer ist. Und jetzt gibt es einfach nichts. Und dass die dann die Schnauze voll haben oder sagen, wir hören ganz auf oder wir gehen nach Schweden oder wir gehen irgendwo hin, das ist, glaube ich, klar. Und ich meine, wenn jetzt sogar schon Besitzer wie ein Uwe Stamer, der jetzt über 10 Jahre dabei war, mit eigenen Pferden, mit eigens trainierten Pferden, wenn der jetzt schon die Segel streicht und sagt, mir reicht's, wenn man da nicht aufwacht, da weiß ich auch nicht. Der hat so viel gemacht, den Stammer Cup, den ich als Anfänger-Amateur sehr, sehr zu schätzen weiß. Er hat immer für Veränderungen auch irgendwie gekämpft und seinen Mund aufgemacht und es ist nie was passiert und jetzt ist er halt weg. Also noch nicht ganz, aber er hat ja auch im Interview gesagt, dass es darauf hinauslaufen wird. Und es ist doch einfach nur traurig, traurig für den Sport, dass so die letzten Verrückten auch noch den Rücken kehren. Und dann habe ich natürlich auch wieder fleißig im Forum gelesen. Ich muss hier mal auf meine Notizen schmulen, ob ich auch... Richtig, da wurde über das Interview diskutiert, weil Uwe ja auch ganz klar gesagt hat, dass das Rennen mit Goldie Stardust, wo ich ja auch schon mal drüber gesprochen habe, dass das eben so der letzte Tropfen war, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Und dann wurde wieder über dieses Rennen diskutiert. Und ich muss echt sagen, ich kann es nicht mehr hören. Es ist immer die gleiche Ausrede, Entschuldigung, Mannschaftsfahren gab es schon immer und die anderen haben es doch auch gemacht. Aber wisst ihr, was meine Mama immer früher gesagt hat? Wenn ich gesagt habe, ja, aber die hat es auch gemacht, dann hat sie gesagt, ja, aber die anderen sind mir egal, du bist wichtig. Also warum ist jetzt plötzlich was ja angeblich bei anderen schon scheiße war, dann wiederum gut, weil die es ja auch gemacht haben. Also ich verstehe es nicht. Außerdem sind wir uns ja jetzt mal einig und das ist auch das Letzte, was ich zu diesem blöden Thema, mit diesem blöden Rennen sagen möchte. Es war ein Mannschaftsfahren der besonderen Art. Es war unnötig und es hat jetzt einfach Konsequenzen mit sich getragen, die, glaube ich, die alle Beteiligten noch gar nicht richtig abschätzen können, weil dieses Rennen eben so für Aufruhr gesorgt hat. Und da muss ich mich einem Vorredner im Forum anschließen. Ich habe jetzt gerade gar nicht mehr auf dem Schirm, wer genau das geschrieben hat. Aber der meinte auch, dass man dazu auch mal eine Stellungnahme nehmen könnte. Dass man sich auch mal nahbar machen kann als Champion. Man kann auch Fehler eingestehen oder Erklärungen geben oder irgendwas. Aber da wird halt geschwiegen. Die Einzige, die nicht schweigt, ist Karin Walter-Mommert. Die schreibt halt im Forum immer fleißig, ob das die Sache jetzt besser oder schlechter macht. Weiß ich jetzt auch nicht. Aber ja, ich glaube, über dieses Rennen brauchen wir wirklich nicht mehr reden. Was ich denke, was das auch aufzeigt, weil ja auch immer wieder darauf verwiesen wird, es gibt keine Regelung, die vorschreibt, dass man, wie schnell man fahren muss vorne. Ist richtig. Da weiß ich nicht, ob man da überhaupt eine Regelung einführen könnte. Aber was ich mir so in dem Zuge mal so überlegt habe, ist, warum gibt es im Trabrennsport eigentlich keinen Bußgeldkatalog? Also, weil wenn ich zum Beispiel zu schnell fahre mit meinem Auto, dann werde ich geblitzt und dann kann ich gucken, oh Mist, 30 km/h zu schnell, die und die Strafe gibt's. Wenn ich Ersttäter bin, gibt's die, wenn ich Mehrfachtäter bin, gibt's die und so weiter und so fort. Das kann ich nachlesen. Warum gibt's im Trabrennsport kein Bußgeldkatalog, wo dran steht, welche Strafe folgt auf welches Fehlverhalten? Da wäre die Rennleitung dann ein bisschen aus der Schussbahn genommen, weil die können dann einfach auf das Bußgeldkatalog verweisen und sagen, du warst nicht an der blauen Marke zum allerersten Mal, da gibt's die Strafe. Du warst nicht an der blauen Marke zum 10. Mal, da gibt's die Strafe. So, und weiß ich nicht, dass man dann eben auch so eine Einheit schafft. Das habe ich mir irgendwie dabei mal so überlegt, dass man einfach sagt, du hast das abgegrenzte Geläuf verlassen, die Strafe. Das ist das, das ist das, das ist. Und nicht jedes Mal was anderes, dass man sich selber so fragt, so, warum? Also, ja, so viel zu meinem Bußgeldkatalog. Kann man vielleicht mal drüber nachdenken.
Oder auch mir erklären, warum es das nicht gibt. Vielleicht gibt es ja einen Grund, warum es das nicht gibt. Aber den muss man mir dann erstmal erklären. Dann geht's Schlag auf Schlag weiter. Die nächste Diskussion steht an. Und zwar die Diskussion im Forum über den Antrag der Traber-Allianz, bei der ich übrigens Mitglied bin. Möchte ich an dieser Stelle mal betonen. Ja, das Ganze ging ja von Andi Gruber auch aus, habe ich im Forum auch so rausgelesen. Und er hat ja meine Bachelorarbeit gelesen, das weiß ich, weil ich auf Patreon sehen kann, wer sie runtergeladen hat. Schade, dass er sein Abonnement direkt wieder gekündigt hat, aber die Mindestanforderung wurde ja erfüllt. Und ich muss mal ganz ehrlich sagen, an diesem Punkt bin ich ein bisschen traurig. Oder nicht traurig. Ich finde es einfach schade, dass ich vielleicht nicht auch mit einbezogen wurde, weil, das soll jetzt nicht blöd rüberkommen, aber ich denke schon, dass ich auch in meiner Bachelorarbeit, die Herr Gruber ja auch gelesen hat, bewiesen habe, dass ich mich auch mit dieser ganzen Thematik nicht nur befasst habe, sondern sie in mich aufgesogen habe. Und ja, verstehe ich halt nicht so ganz, warum man da nicht eben gemeinsam für den Trabrennsport vielleicht auch mal eine jüngere Meinung mit einbringt. Wer hat das geschrieben? Genau, Tino. Tino hat es im Forum sogar geschrieben. Das fand ich übrigens sehr nett. Danke dafür. Nein, aber das muss ich echt sagen, da hätte ich vielleicht auch noch die ein oder andere Idee mit einsteuern können oder generell so ein bisschen die jüngere Generation, von der es ja leider nicht so viele Leute gibt im Trabrennsport, ein bisschen repräsentieren können. Also nur mal kleine Anmerkung an der Stelle. Peace. Genau, im Forum gab es auf jeden Fall eine Diskussion über die ganzen Anträge und da wurde auch schon wieder hitzig diskutiert. Ich finde, die Ansätze sind auf jeden Fall gut. Klar ist es schwierig zu sagen, das Paket muss ohne Diskussion sozusagen entweder ganz oder gar nicht. Ich kann die Argumente verstehen, dass man sagt, es muss ganz oder gar nicht gehen, weil eben sonst vielleicht einige Parteien benachteiligt werden gegenüber anderen. So, das verstehe ich. Ich verstehe aber auch die Leute, die sagen, im HVT hat sich noch nie was geändert und dann wird es mit dieser Friss oder Stirb, wurde im Forum genannt, mit dieser Friss oder Stirb-Taktik halt auch nicht. Gut, man muss es ausprobieren und es wird ja jetzt auch ausprobiert, das finde ich ja auch gut. Das Einzige, was ich wirklich ein bisschen schwierig finde und auch nicht so ganz verstehe, ist der Punkt 3, der ja eben vorschlägt, dass Amateure mit 100 Siegen auf ihren Status verzichten könnten und demnach auch ein Trainer-Coup machen und als Profi gelten. Verstehe ich nicht so ganz, warum man das will. Der Trainer-Coup, der ja mal gegründet wurde, so hat es mir zumindest Herr Tell in dem Interview zu meiner Bachelorarbeit erklärt, wurde der Trainer-Coup dazu gegründet, dass man eben verhindert, dass Berufsfahrer eigentlich trainieren, aber andere Leute zeichnen und die dann nicht zur Rechenschaft gezogen werden, wenn es zur Rechenschaft gezogen werden müsste. Demnach hat man den Trainer Coup eingeführt, um eben dann den eigentlichen Trainer auch zu bestrafen, wenn man ihn bestrafen muss. Schön und gut, nicht ganz zu Ende gedacht, weil seit es den Trainer Coup gibt, macht ja fast keiner mehr den Meister, weil man kann ja fast so schon als Trainer zeichnen. Jetzt gibt es immer noch Leute, die halt noch nicht genug Siege haben für den Trainer Coup. Und da zeichnen Leute, die offensichtlich nicht der Trainer sind, und das wird auch wieder nicht kontrolliert. Deswegen finde ich zum Beispiel den Punkt Trainingslisten veröffentlichen super, weil es ist, und das hat auch Heinz Wevering im Interview zu meiner Bachelorarbeit gesagt, es ist der Tod für den Berufsstand, dass eben jeder irgendwie selber macht und eigentlich der eigentliche Trainer gar nicht mehr gebraucht wird. Genauso wenig wie ich gerade schon sagte, keiner mehr den Meister macht. Und wenn keiner mehr den Meister macht, kann keiner mehr ausbilden. Und wenn keiner mehr ausbilden kann, dann wird auch keiner mehr ausgebildet werden. Und es sind eh schon so wenige. Und ja, also ich weiß nicht, ob dieser Punkt 3 nicht den Berufsstand dann komplett verwässert und zerstört, wenn man jetzt als Amateur eben auch mit 100 Siegen Profi werden könnte. Dann sage ich mir auf der anderen Seite, das wurde auch im Forum angesprochen, welche Amateure haben denn heutzutage noch 100 Siege, die dann auch auf den Amateurstatus verzichten wollen? Da muss ich hier mal was vorlesen. Das habe ich hier. Genau, also Heron schrieb hier im Forum, die angedachte Amateurfahrerregelung ist alles andere als Nachwuchsförderung, soll dann eher ein Thomas Maaßen als ein Lehrling die dritte Farbe vom Stall Nimczyk fahren. Ist natürlich nur ein Beispiel. Und dann geht es noch weiter. Finde ich, ist auch ein Ansatz, wie man daran gehen kann. Beziehungsweise müsste man, ist auch eine Sache, die man bedenken muss, was dann passieren kann.
Daraufhin war dann Herr Gruber etwas angestoßen und sagte eben, wie viele Amateurfahrer werden auf ihren Status als Amateur verzichten wollen? Zählen Sie mir doch bitte sämtliche Namen auf. Ich garantiere Ihnen, es wird keine zwei in ganz Deutschland geben. Womit er wahrscheinlich recht hat. Aber dann frage ich mich wiederum, warum nimmt man das überhaupt mit auf? Also er hat auch im Forum geschrieben, dass einer jetzt an ihn rangetreten ist. Ist halt so ein bisschen schwierig. Er sagt ja gerade selber, dass eigentlich das wahrscheinlich sowieso niemand machen wird, außer wahrscheinlich dann der eine, der an ihn rangetreten ist. Ja, weiß ich nicht. Auf jeden Fall wurde hitzig darüber diskutiert. Ich finde die Regelung nicht so gut, weil man, wie gesagt, den Berufsstand auch mal ein bisschen schützen muss und pflegen muss und hegen muss, was ja generell nicht passiert. Aber ja, so viel dazu. Dann ging es auf jeden Fall noch hitzig weiter im Forum und Sven Bartels mischte sich ein in die Diskussion, beziehungsweise hob auch einmal die Hand und postete zwei mega geile PDF-Dateien da rein mit PowerPoint-Präsentationen, die so detailliert und krass waren. Ich muss echt sagen, Chapeau. Ich konnte sie nur überfliegen, bevor ich jetzt das Video mache, aber ich werde sie mir auf jeden Fall noch ganz genau anschauen. Was mich aber schon wieder wirklich traurig gemacht hat, war der Fakt, dass er geschrieben hat, ja, er war damit halt auch schon in Berlin und bei Herrn Mommert und es ist halt wieder nichts draus geworden. Genau wie aus der Initiative Go Trap Go nichts geworden ist. Und auch wenn man mich jetzt vielleicht abstempelt als Pessimisten, weiß ich auch nicht, ob aus diesem Antrag der Traber-Allianz jetzt irgendwas wird. Andi Gruber schrieb dann, dass auf 1 Euro, der in Deutschland gewettet wird, 9 bis 11 Euro ins Ausland gehen. Was einfach krass ist daraufhin, ach, ich weiß nicht mehr genau, wer es geschrieben hat, ich habe es mir nicht aufgeschrieben, aber einer hat dann geschrieben, oh krass, dann müssen wir ja eigentlich nur die Geldströme umleiten. Und Heron hat dann geschrieben, ja, und Schalke muss nur ein Spiel gewinnen. Das fand ich auf jeden Fall sehr witzig. Peace an alle Schalke-Fans. Nein, aber jetzt mal zurück dazu. Warum ist es so? Weil das Produkt Trabrennen einfach unattraktiv ist. In jedem Belang. In jedem Belang. Und es tut mir leid, dass ich es so sagen muss. Und jetzt weiß ich nicht, ob ich damit die Meinung einiger jetzt vielleicht nicht so treffe. Aber ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass der HVT endlich verstehen muss, dass er dafür verantwortlich ist, das Produkt Traber, das Pferd, die Rasse, als Zuchtverband zu vermarkten. Er muss dafür sorgen, dass Leute diese Rasse weiterführen wollen im Sinne des Zuchtgedankens. Und dass die Züchter immer weniger werden und dass die Fohlengeburten immer weniger werden, das muss ich, glaube ich, keinem erzählen. Das wissen wir alle. Und der HVT hat als Zuchtverband, weil er sich ja auch immer wieder darauf streckt und sagt, wir sind nur für die Zucht zuständig. Ja, aber dann tut auch was. Und da muss man nicht immer nur sagen, wir haben kein Geld. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema, das werde ich jetzt hier heute nicht aufgreifen. Aber es ist einfach die Pflicht und es kriegt jeder Hauptverband kriegt es hin. Die Galopper kriegen es hin, die Reiter kriegen es hin, ja, die haben alle mehr Geld, ich weiß. Aber man kann auch ganz viel machen mit ohne Geld, weil ich habe auch kein Geld und mache trotzdem irgendwas. Aber ja, er muss einfach verstehen, dass der HVT ist der Dachverband, ein Dach. Er ist ein Dach. Und er muss alle seine Schäfchen zusammenholen und die Rennvereine an einen Tisch bringen und nach einer Lösung suchen, wie man aus dieser ganzen Misere rauskommt, weil dass der Trabrennsport in der Abwärtsspirale ist, brauche ich auch keinem erklären. Ich glaube, das wissen Leute, die länger dabei sind als ich, besser als ich es weiß. Aber auch diese Leute, die schon länger dabei sind oder lange dabei sind, sagen, dass so, wie es jetzt gerade ist, mit dieser vergifteten, schlechten Stimmung, so haben sie es auch vorher noch nicht erlebt und ich spüre das auch. Ich spüre, dass es jetzt, letztes Mal habe ich gesagt, es ist 5 vor 12, eigentlich ist es schon 5 nach 12. Es sind eigentlich alle angepisst. Die Wetter sind angepisst, die Aktiven sind angepisst und irgendwo die Rennvereine am Ende sind auch angepisst, weil die immer angepisst werden. Sorry Leute für den Jargon, jetzt wird mein Papa wieder sagen, Emma, was habe ich dir denn beigebracht? Nein, aber ich muss es auch einfach mal so deutlich sagen. Und ich meine, was ist Trabrennsport? Wir sind der Trabrennsport. Die Aktiven, die Züchter, die Besitzer, das ist der Trabrennsport. Und ohne uns gibt es keinen Trabrennsport und ohne den Trabrennsport gibt es auch kein HVT. Und das muss er, glaube ich, langsam mal verstehen. Weil entweder passiert jetzt was oder ich glaube, dann passiert irgendwann gar nichts mehr.
Und dass jetzt überhaupt die Leute noch darüber diskutieren und dass ich mich jetzt hier auch noch hinsetze und so ein Video mache, zeigt, glaube ich, dass da schon noch was ist, für das es sich auch zu kämpfen lohnt. Und man muss einfach anfangen, seine Leute zu schützen. Warum will man denn die Besitzer bestrafen? Warum will man denn Pferde sperren von Besitzern, die gar nichts dafür können? Meint ihr, Familie Söder sitzt jetzt dann zu Hause und bezahlt jetzt 6 Monate Trainingsgeld, wo ihr Pferd ja schon Pause hatte, weswegen der in den Probelauf gegangen ist, und sagt sich, ach ja, und dann kaufen wir noch einen Traber und noch einen Traber und noch einen Traber? Natürlich nicht. Ich weiß nicht, was die machen. Ich weiß nicht, was sie jetzt machen werden. Aber ich kann ihnen nur sagen, es tut mir leid. Und ich schäme mich für diesen Sport manchmal. Also nicht für den Sport generell, ihr wisst, was ich meine. Für die Entscheidungen, die getroffen werden. Mit den Rennleitungsfehlentscheidungen, die passieren aufgrund von schlechten Kameras oder aufgrund von eben keinen klar festgelegten Regeln, bestraft man die Wetter. Mehr noch als die Besitzer, bin ich der Meinung, weil der Wetter ist ja im Grunde derjenige, der den Sport nicht bezahlt, das will ich nicht sagen, weil mittlerweile ist der Umsatz ja wirklich so gering, dass man davon nun wirklich nicht mehr reden kann, aber er hat ihn mal bezahlt. Und warum bezahlt er ihn denn jetzt nicht mehr? Warum wettet denn jetzt keiner mehr in Deutschland? Ja, jetzt kann man sagen, buh, die Digitalisierung, die Globalisierung, wir haben jetzt so viel Konkurrenz. Ja, aber die Konkurrenz ist auch einfach besser als ihr. Und ja, der Hauptverband ist gar nicht mehr zuständig für die Wette, richtig. Man kann auch ständig sagen, ich bin nicht zuständig. Aber das wird nicht der Mitarbeiter des Monats. Wenn ich im Hotel von meinem Papa gekellnert habe und da kam ein Gast zu mir und hat gefragt, keine Ahnung, wie finde ich auf mein Zimmer? Aber ich war ja nur fürs Frühstück da, habe ich dem ja auch nicht gesagt, oh sorry, da bin ich nicht für zuständig. Nein, sondern dann habe ich ihm gesagt, wo es zu seinem Zimmer geht. Ja, vielleicht hinkt das Beispiel ein bisschen. Aber ich hoffe, ich kann damit erklären, was damit gemeint ist. Weil wenn jetzt weiter immer jeder sagt, ja, aber dafür bin ja ich nicht zuständig, da ist ja jemand anders für zuständig, und der sagt dann wiederum, nee, aber der ist ja dafür zuständig, aber dann ist wiederum der dafür zuständig und am Ende macht es keiner, was ja momentan einfach Fakt ist, dann wird es irgendwann einfach nicht mehr weitergehen. Und ich, mein Papa ist jetzt so im Fieber, ich bin so im Fieber, es ist so ein toller Sport und ich verstehe es einfach nicht, warum es überhaupt so weit kommen muss. Ich bin so wütend und gleichzeitig weiß ich nicht, ich habe einfach kein Verständnis dafür, sorry, aber puh. Jetzt habe ich mir aber auch alles von der Seele geredet, vorerst, was da so drauf war. Abschließen möchte ich mit einem kleinen, ja, ist kein wirkliches Zitat, aber ich weiß nicht, wer von euch die Serie Arrow kennt, sehr zu empfehlen, gibt's auf Netflix, aber wer sie kennt, weiß, den Satz zuzuordnen: Sie haben diese Stadt zugrunde gerichtet. So geht der Protagonist dieser Serie immer zu irgendwelchen Bösewichten, die irgendwo von irgendwem Geld gestohlen haben oder irgendwas Böses gemacht haben, und nimmt Pfeil und Bogen und sagt, sie haben diese Stadt zugrunde gerichtet. Und dann hat er immer die Chance, alles wieder gut zu machen, oder er wird dann der Polizei vorgeführt. In der ersten Staffel wird er umgebracht, aber danach wird er besser. Und dann gibt er die immer bei der Polizei ab. Ja, und ich kann nur sagen, das, was jetzt gerade passiert mit diesen ganzen Dingen, das wird den Sport zugrunde richten. Ich habe keinen Pfeil und ich habe auch keinen Bogen und ich bin auch definitiv nicht einschüchternd, aber ich habe eine Stimme und Gott sei Dank, dank euch, auch eine gewisse Reichweite. Und das weiß ich sehr, sehr, sehr zu schätzen. Und deswegen hoffe ich, dass diese Worte gehört werden, ankommen, richtig verstanden werden und vielleicht irgendwas bewirken können. Auch wenn ich nur ich bin. In meinem Heim, mit meiner Kamera. Ich glaube, wir können alles zusammen schaffen. Epische Worte zum Ende. Und ich habe auch wirklich das Gefühl, dass der Wille noch da ist. Aber die Frage ist nur, wie lange ist er noch da? Und wie viele Leute haben ihren Willen schon verloren? Zu viele. Und es darf nicht so weitergehen, weil sonst ist wirklich nichts mehr dafür, dass man kämpfen braucht. Das war's von mir. Ich würde jetzt noch einen Witz bringen, aber ich bin nicht so in der witzigen Stimmung gerade. Von daher sage ich einfach Peace out. Das war's.